So, herzlich willkommen zurück zu Legendary. Und wie ich gesehen hatte, hatte er tatsächlich den Checkpoint gespeichert, nachdem wir die Cutscene hatten. Ja. Hatte er getan. So, what are we looking for again? Minotaur. There it is! Minotaur! Minotaur! Holy shit! Ja, erstmal lass uns den Minotaur durchlesen. In Greek mythology, the Minotaur was a creature that was part man and part bull. His height appears thicker in the front, making him almost bulletproof. This relentless, angry bull will charge through walls to get to its prey. The only advantage I seem to have is my agility and fast reflexes. Ja, Agilität. Ja, aber nicht beim Springen. Ja. Da hast du deine Agilität auf der Strecke gelassen. Gut, ja. Zum Teil ein Mensch, zum Teil ein Bulle. Okay. Und fast kugelsicher. Ja, ich habe aber nur Kugeln. Das ist super, ja. Und Vivian finds the Castillo Face Lab is hidden inside. Okay, noch irgendwas? Nö. Gut. Oh, oh. Der macht aber kaum Schaden. Mag der warme Molotovs? Was ist denn jetzt? Schön Molotov. Das spricht doch jetzt erstmal nichts gegen, oder nicht? Wow. Oh, ist aber geil gemacht, dass der tatsächlich die ganze Scheiße hier kaputt macht. Mal sterben, das Vieh, der ist echt kugelsicher hier. Mache ich überhaupt Schaden an ihm? Ich habe das Gefühl, das nicht. Bäh. Ich hänge fest. Das ist nicht schön. Hi. Ich glaube, du bist nicht so zu töten. Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Oder er hält tatsächlich so viel aus. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es erfahren. So, erstmal die Dingens aufladen lassen. Die muss durchgeladen werden, sehe ich gerade. So. Ja. Ja, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie man das jetzt am besten löst, das Vieh. What are we looking for again? Minotaur. There it is! Minotaur! Minotaur! Ich glaube, ich lasse die erstmal Spaß haben. So. Was haben wir denn hier drüben? Nichts Gutes. Er ist rot. Also müsste ich ja eigentlich Schaden machen. Besonders viel kann das nicht sein. Hm.
macht der da? Will der nicht kämpfen? Oh! Pass auf, was du tust hier, du Arschgesicht. Scheiße, meine Waffe. Ah, ich hänge schon wieder fest, Mensch. Musst aufpassen, wo ich hinlatsch. Ja, er sieht aber schon ziemlich fleischig aus, der Typ. Oh Mann, ich wahrscheinlich auch gleich. Scheiße. Ah, der Typ läuft nicht mehr. Oder muss ich da durch das Ding durch? Da ist so ein Schloss dran. Nee, glaube ich nicht. Ich schätze mal, dass ich ihn töten soll. Da gehe ich mal von aus, dass ich das tun soll. Okay. Gibt ja schon wieder ein paar Tipps. So. Gut. Aber ich denke schon, dass ich ihn töten soll. What are we looking for again? Nee, ist nicht überspringbar. Sehr schade. Ja, das Problem hatten wir ja schon mal, dass das wollte, das nicht geht. Nee, das geht nicht. Wir müssen ihn töten. Ah, fuck. Oh, der Animus-Puls nimmt ja ganz schön. Bin ganz weg. Scheiß Waffe, schon wieder alle. Schlimm ist das. Ach, schon wieder, jetzt lad ich doch mal nach. So, wenn ich laufe, kann er die Waffe nicht nachladen. Auch gut. Ach, Mann. Ah, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ah, ich hab dich. Ey! Ist das jetzt gut mit dir hier? Charlie Team, what's your location? We're approaching the western entrance. Roger, wait for Delta to report in. So, gut, updates. I think their backside is actually more vulnerable to attacks. If I can successfully dodge a charge, it'll expose his back for a few seconds. Ah, ein Rückenschießen. Ah, das erfahren wir jetzt. Yeah. So. Gut. Oh, wieder volle Waffe. Achso, und jetzt können wir natürlich urplötzlich aus heiterem Himmel das Schloss kaputt machen. Das war in Deckard vorher nicht möglich. Das ist interessant. Gut, aber mehr ist ja auch nicht zu holen. Es war nur dieser Kampf mit diesem komischen Viehzeug. Ja, war aber ein schöner Kampf eigentlich. War nicht schlecht. Ne? Wollen wir uns nochmal ein bisschen die Umgebung angucken, damit wir auch einen schönen eventuellen Thumbnail haben. So. Zack. Aber vielleicht nehme ich auch einen von dem Vieh. Muss ich mal gucken.
Aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Umgebung angeguckt und vielleicht habe ich dann ein Thumbnail. So. Oh, mit Checkpoint. Ja, das ist ja auch wichtig, dass hier ein Checkpoint ist. So. Gut. Naja, gut. So seht ihr in diesem Part diesmal direkt schon den Boss, Mini-Boss-Kampf, sag ich mal. Und nicht noch Content davor. Weil ich ja das nicht mitbekommen hatte, dass der gespeichert hatte, nachdem wir die Cutscene hatten. Ja, die brauche ich gar nicht. Gut, hier ist nur das. Da müssen wir wohl wirklich jetzt da rein. Oh shit. Ich glaube, der war da nicht ganz mit einverstanden. Bis. Ah! Ah, fuck. Ich komme nicht weg, Mensch. Ich wollte Nemos Puls einsetzen. Das habe ich schon mitbekommen. Aber leider reicht das nicht aus. Ich konnte es nicht machen. Ja. Das geht nicht. Es scheint also richtig viel zu verbrauchen. So, komm schon. Ja, blöd. Da kommen ganz schön viele. Kann ich nicht aufhalten. Gut, das scheint wohl unsere nächste Aufgabe zu sein, diese ganzen Werwölfe hier schon wieder zu vernichten. Ja. Blöd. Dezent scheiße. Kommt da schon einer? Hm. Aktuell nicht. Jawohl. Dass die dann auch immer kommen. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Ja, ja. Die sind beide tot. Lad den doch. Endometer. Wie habe ich das Gefühl, dass der nur einen Animus genommen hat? Kann das sein? Irgendwie war Deckard gerade ein bisschen schweige. Das Schloss ist wieder dran. Cool. Der hat ein bisschen träge mit dem Aufladen. Naja, gut. Mit dem Einsammeln des Dingens. So. Ja, unser Shotgun ist wieder voll. So. Die Typen sind tot. Waren eigentlich nur zwei. Aber die haben es irgendwie in sich gehabt. Shit, ich höre hier. Hier irgendwie mehr. Was seid ihr für Waffen? Eine Shotgun. Und das gute Stück. Okay. Nichts Besonderes. Nichts Neues. Eine neue Waffe wäre mal wieder cool, ne? So ein schöner Raketenwerfer oder so. Wär doch mal ein hammergeiler Scheiß. Das fände ich mal geil. Andersrum bei nur zwei Waffenslots. Naja. Was ist für Raum dafür? Ich mag die Dinger nicht. Bis, oh Gott. Ah, wieder zwei. So.
zuerst. Was? Die verschwinden wirklich. Dabei habe ich schon den anderen zuerst genommen. Oh, so eine Sauerei. Die verschwinden ja tatsächlich. So ein Müll. Haben das sonst nicht getan, oder? So, gut. Weiter geht's. Ich finde allerdings noch mal ein paar neue Gegner wieder geil. Das ist mir gerade ein bisschen zu Werwolf-lastig. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Oh. Hi, Jungs. Ja. Ihr habt es nicht anders verdient. Also, dass ihr das nicht gemerkt habt, dass ich hier gekommen bin, während ich hier noch mit Werwölfen gekämpft habe. Ihr habt es wirklich nicht anders verdient, Jungs. Ihr habt es nicht anders verdient. Nein. Und ihr habt jetzt auch den Nachteil, dass ich jetzt weiß, wie ich diese Granatendinger schmeißen muss. Ja, habe ich jetzt begriffen mittlerweile. Oh, sieht ja cool aus, ne? Muss man ja sagen. Ja, stimmt, die haben wir gar nicht benutzt. So. Gut. Dann schalte ich mal wieder um auf Granaten. Oh Mann, das sieht so toll aus, ne? Könnte ich ja immer wieder. Das sieht gut aus. Hä? Hier wird was rot. Oh! Ich hoffe, sie schmecken. So. Hier war noch ein bisschen Shotgun-Munition, glaube ich. Da drüben. Da war noch was. Hier ist sogar noch ein Molotow. Ja, hat sich gelohnt, hier nochmal hinzugehen. So. Und dann. Wir haben aus dieser komischen Tentakel. Hier neben noch was. Hier wäre die Knarre. Ja. Nee, aber sonst ist hier nichts Besonderes. Gut. Mal gucken, die Tentakel hat schon auch Interesse an mich. Vermutlich, ne? No to self, do not use Molotovs when one of these things grabs you. Ja, hätte ich sowieso nicht gemacht. So. Gut, ich glaube, ich muss da runter. So aus, hä? Ah, das ist eine Leiter. Hm. Erwische ich die? Ja, so mehr oder weniger habe ich sie erwischt. Ja, Leitern sind immer so eine Sache mit den Spielen. Ja. Die sind schon sehr brisant. Okay, es sind zwar jetzt nur 19 Minuten, aber ich mache jetzt hier trotzdem mal ein Ende. Denn das ist hier, glaube ich, ein guter Abschlusspunkt, sag ich mal. Denn wir haben jetzt hier ein völlig neues Gebiet. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Legendary. Bye, bye.